war einmal ein regnerischer Morgen auf einem Campingplatz im Erzgebirge. Eine noch etwas verschlafene Motorradreisende bereitete sich vor, um an diesem Tag Deutschland zu erkunden und das Leben unschuldiger Insekten zu retten. Boah. Das ist nicht. Nacktschnecken an meinen Schuhen. Oh. Hauptsache nicht da drin. Oh, ich werde es gleich merken. Doch jetzt. Ernsthaft. Ist ja ekelhaft. Raus. Die war da auch schon richtig tief drin. Scheiße. Vorsichtig rein. So, jetzt der nächste. Das wird spannend. Fühlt sich gut an. Ein gutes Motorradwetter. Nee, aber ich hoffe, im Süden wird es besser. Ein Video bekommen von Bayern, von Garmisch. Das ist grausam. Totale Überflutung. Ja. Ja. Also da im Chiemsee soll es wohl ganz in Ordnung sein. Ich wollte erst nach Siegsdorf. Dort hatte sich die Reisende bereits einen Campingplatz gesichert. Und direkt daneben ist Salzach. Und da ist gerade wohl Land unter. Als sie jedoch erfuhr, dass in unmittelbarer Nähe von Siegsdorf starkes Hochwasser sei, hatte sie sicherheitshalber bei einem besser erreichbaren Platz angerufen und für die kommende Nacht um Unterschlupf gebeten. Na dann, eine gute Fahrt. Ne? Dankeschön. Euch auch noch eine gute Zeit. Ich bin ja habt ja gut, ich habe ein Auto. Ja, das stimmt. Ja, mit Auto bei dem Wetter ist natürlich Premium. Ne? Naja, aber das kenne ich auch noch. Also habe ich früher auch noch. Hast du auch eine Afrika-Twin gehabt? Nein, aber ein Kumpel von mir hat eine. Ach so. Mein Kumpel hat die gekauft in den 70ern, glaube ich. Ja, meine ist von 2002. Also, so lange wurde sie noch gebaut. Dann gibt es jetzt neue Modelle. Das ja, ist ne? Genau, das ist die letzte von denen. Der wird die auch nie verkaufen. Ne? Ich glaube, nee. der hat die immer noch. Das ist auch, wenn du die einmal hast. Also ich will meine auch auffahren bis zum geht nicht mehr. Die hat jetzt 150.000 drauf. Ja. Und ich fahre die auch noch die nächsten 100.000 oder was die noch macht. Sind ja ziemlich unkaputtbar, ne? Die genau, deswegen nämlich. Ich gebe dir eine Karte von mir mit. Ich mache so Videos über Motorradtouren. Echt? Und, ich habe da was gesehen gestern, ja. Da kann ich gerne mal reinschauen. Vielleicht hast du eine Tochter oder so, die fahren möchte. So als alleinreisende Frau. Ah, ich hoffe es eigentlich nicht, weil ich bin 30 Jahre gefahren und habe viel gesehen. Er da oben hat ein paar Mal gut mit mir gemeint. Obwohl ich war also einmal selber schuld, okay. Okay. War zu schnell, aber dann waren da andere Sachen, wo ich mich unglaublich fein gehabt habe. Ich erzähl's dir jetzt lieber nicht. Das ist nett von dir. Ja, einmal einen Platten hinten, aber die ging so schnell raus, die Luft. Und ich hatte so ein Glück wie im Ort gefahren. Ja, und nur noch viele andere Sachen. Ja, ich meine, man hört immer wieder Geschichten und auch Leute, die einem begegnen und sagen, ey, ist doch krank, warum fährst du Motorrad? Das ist doch so gefährlich. Mein Mann, musst du nass einpacken hier? Ja, ich hab auch total, ich finde es total ätzend, aber was willst du machen? Ey? Nee, kann man nichts machen. Das da ist kann so man gar nichts machen. Ich hoffe, dass einfach unten alles schnell wieder trocknet, weil das ist Stress pur, nass einpacken. Ne? Wir hatten hier am Samstag, wann fing das an? Samstagnacht irgendwie 24 Stunden Dauerregen gehabt. Ach, da wäre hier kein Mensch. Die lagen hier alle nur irgendwie rum und da komme ich jetzt mal. Haben vor sich hin vegetiert. Ja, genau. Also, gute Fahrt dann. Ja, danke schön. Hör mal, du bist jetzt eventuell mit auf dem Video drauf. Ist das ein Problem? Ich auf dem Video drauf? Nee. Na gut. Es sei denn, du vermarktest es und ich hätte Anteile zu kriegen. So weit sind wir leider noch nicht. Aber ich sag Bescheid, wenn es dann soweit ist. Ja, genau. So, jetzt kommt der beschissenste Part. Nass einpacken. Ich hasse es. Auch noch was vergessen hier. Toll. Es gibt ja kein Problem, für das es keine Lösung gibt. Deswegen machen wir das jetzt einfach so. Dann erkennt ihr mich auch gut. Ich
muss mich jetzt nämlich ein bisschen beeilen, weil der Campingplatz, den ich mir jetzt neu ausgesucht habe, der verlangt ein negatives Testergebnis. Und zwar von einer offiziellen Einrichtung. Und die haben da auf dem Platz wohl ein Testzentrum. Allerdings haben die nur bis 19 Uhr auf. Deswegen muss ich jetzt gucken, dass ich die 400 Kilometer bis da unten hin möglichst schnell abreiße. Ich glaube, den Lappen kann ich mir heute auch sparen. Ist eh alles dreckig. Jetzt steckt da irgendwo ein Stück von der Stange. Boah, ich raste aus. Nachdem der Zeltabbau unangenehm und stressig war, warteten nasse Straßen und feuchte Luft auf die Afrika-Twin und ihre Fahrerin. Doch kaum unterwegs wandelten sich die negativen Assoziationen zu diesem Wetter in tiefgreifenden Genuss. Die nebelverhangenen Täler des Erzgebirges durchfuhren sie nun mit Ehrfurcht vor so viel Schönheit und Ruhe. Steile Felshänge wuchteten an der Straße empor und die dichten Nadelwälder, deren brauner Boden dampfte, zogen links und rechts an ihnen vorbei. Alles wirkte still, wie in Watte gepackt. Genau so, wie sie sich fühlte, sicher und flauschig, voller Frieden auf ihrem Motorrad. Viele kleine Orte durqueren die Zweie auf ihrer Reise durch Deutschland. So führte ihr Weg über Rehau am Dreiländereck entlang der tschechischen Grenze immer weiter Richtung Süden. Rehau. Eine Stadt im oberfränkischen Landkreis Hof in Bayern, nahe dem Dreiländereck Bayern-Sachsen-Böhmen. Sie gehört zum bayerischen Vogtland. Eingebettet in die hügeligen Ausläufer des nördlichen Fichtelgebirges liegt die Stadt am Fuße des großen Kornbergs. Die Entfernung zur Grenze der Tschechischen Republik beträgt 3, zum Freistaat Sachsen 9 Kilometer. Gegen die Müdigkeit bei langer Fahrt hilft der am Morgen im Zelt gebrühte Kaffee. Köstlich. So eine kleine Kaffeepause am Wegesrand. Neustadt an der Waldnaab ist die Kreisstadt des gleichnamigen Landkreises und liegt im bayerischen Regierungsbezirk Oberpfalz, im Herzen des Naturparks Nördlicher Oberpfälzer Wald an der Mündung der Floß in die Waldnaab. Im Laufe der Jahrhunderte gab es unzählige Namensformen, wie zum Beispiel 1232 Nova Civitas oder 1463 Neustädtlein oder 1603 Städtlein an der Waldnaab. Keine Lust, noch mal extra irgendwo anzuhalten, um irgendwas Richtiges zu essen. Wir haben es jetzt nämlich 2:30 und wir wollen ja noch weiter. Wir haben noch ungefähr 200 Kilometer jetzt vor uns. Ja, die wollte ich jetzt gleich noch über Land eben abfahren. Aber es ist ganz, ganz herrlich hier auf der Porzellanstraße. Mittlerweile bin ich auf der Glasstraße. Also ganz, ganz schön hier zu fahren. Das macht so einen Spaß. So, die Regenhandschuhe ziehe ich jetzt wieder aus, weil, wie ihr seht, die Sonne scheint. Ich muss mir dringend eine Sonnencreme besorgen. Ansonsten sehe ich mich nämlich schon knallerot die nächsten Tage. Da lässt sich bestimmt noch so einiges finden, ne? Hallo.
kurze Hose. Ja, hätte ich jetzt auch gern an. Und stattdessen habe ich noch meine Regenkombi drüber. Ich schwitze mir den Wolf. Es macht so einen Spaß zu fahren hier. Die Straßen sind größtenteils recht leer. Hier und da mal ein paar LKWs, aber die sind gut überholt. Und hier im südlichsten Zipfel von Deutschland fährt vor mir ein Caravan mit dem Kennzeichen aus meiner Geburtsstadt, Coesfeld, COE. Es ist so lustig, echt. Hier bin ich Kreis Altötting. Hier fahren wir über die Inn. Wow, die sieht ziemlich voll aus. Oh ja. Na, kein Wunder bei den Hochwassern, die es gerade in ganz Deutschland gibt. Ne? Neuötting. Immer noch Kreis Altötting. Afrika-Twin. Yay. Oh, schaut mal, wie süß hier. Steiner Bierstübel. Das ist mal ein Gässchen hier. Am Klöstal. So, jetzt fahren wir hier gleich auch über eine Straße, die auch über Wasser führen muss. Hier seht ihr dieses kleine Stück. Viele Blumen am Haus. Hier gibt es auch einen Campingplatz. Wow! Tretboot fahren. Oh ja. Werde ich auch mal wieder nicht drauf. Und so erreichten Afrika-Twin und Reisende den Campingplatz bei Trockenheit und Sonnenschein. Kaum angekommen ging es zum Testzentrum. Das bedeutete erstmal viel Lauferei und Warterei. So ein Fahrrad hätte ich gerade auch gut gebrauchen können. Oder noch besser, hier vorne so ein Röllerchen oder so ein Wägelchen da hinten. Aber nein, ich musste ja alles mit den Stiefeln machen. So, Leute, ich habe jetzt hier 20 Minuten gewartet, bis mein Testergebnis kam. Natürlich war das negativ, bin reingegangen, wollte einen Platz. Ja, es gibt Überschwemmungen in Salzach. Aber, Leute, ich hatte ja bei dem anderen Campingplatz angerufen. Die nehmen 12 Euro die Nacht fürs Zelten. Und hier nehmen die 18 Euro noch was fürs Zelt plus 10 Euro pro Person, also 10 Euro noch was, irgendwie 10,50 Euro oder so. Also liegst du ungefähr bei 30 Euro für eine Nacht. Nee, also da bin ich raus. Ich meine, klar, man hat das Geld und so, aber wenn du weißt, du kannst woanders für weniger als die Hälfte stehen und das sind 20 Minuten von hier entfernt, da soll angeblich ein bisschen Hochwasser sein, aber ganz ehrlich, bei dem Wetter ist vielleicht die Wiese nass. Ich hoffe, dass ich da irgendwie hinkomme. Das sind 22 Minuten, ich versuche das jetzt. Was halt auch noch ein Faktor ist, warum ich jetzt weiterfahre, ist, dass dieser Platz völlig überfüllt war. Das hat jetzt mit der Anmeldung ewig lang gedauert. Das ist, glaube ich, einfach ein Riesenplatz. Aber das ist einfach nicht so meins irgendwie. Ich mag das nicht. Ich habe sie dann an der Rezeption gefragt. Ich sage, und es ist sehr voll. Sie so, ja, müssen wir mal gucken, wo wir noch was finden. Dann kannst du damit rechnen, dass du irgendwie 2 Meter neben dem nächsten liegst. Ich mag es halt echt lieber, wenn es etwas ruhiger ist. Und wir haben ja noch früh. Wie gut, dass ich noch einen Plan B habe. Es ist immer gut, einen Plan B zu haben, Leute. Ich bin froh, dass ich da jetzt nicht bleiben muss. Das sind halt so meine Ansprüche. Das ist halt so irgendwie, ich mag es maximal frei und ich mag es maximal ruhig und naturnah. Und wenn dann da schon so viele Camper sind, dann ist es leider irgendwie nicht für mich der richtige Platz. Da kann man da sicher gut hingehen mit Kindern und die finden dann andere Kinder zum Spielen und so. Aber ja, für diese Geschichte hier ist das dann nicht das Passende. Die hat mich zwar ein bisschen verwundert angeguckt, als ich gesagt habe, dann fahre ich jetzt weiter. Kommt wahrscheinlich nicht so häufig vor. Aber ja, man soll immer schön das so machen, dass es einem gut geht damit. Und das mache ich jetzt. Und wenn ich gar nichts finde heute Nacht, dann baue ich mein Zelt halt irgendwo in der Wildnis auf. Also das ist immer noch die dritte Option. So, jetzt haben wir aber auch mal Waging am See kennengelernt. Das ist doch auch mal schön, oder? 10 Minuten noch. Es bleibt spannend. Vor uns liegt ja ein Stück rote Straße. Da kommt gleich das Stück rote Straße. Die Autos stehen. Aber wenn es nicht weitergehen würde, dann wäre die Straße ja gesperrt. Okay, es ist nur eine rote Ampel. Boah, hier stinkt's, ey.
Irgendwas kokelt hier. Ich hoffe, es ist nicht mein Motorrad. Berchtesgaden, nur 51 Kilometer, Leute. Da fahren wir morgen hin. Oh, ich freue mich so. Ich freue mich so, so, so. Oh yeah, und die Zeit ist grün geworden. Das heißt, wir schaffen es dahin. Cool. Oh, ich bin so gespannt. Ich freue mich jetzt richtig. Hallo, Traunstein. Man soll auf sein Gefühl hören. Oh, das muss jetzt, mal da lang. Ja, genau. Auf sein Gefühl hören und auf die Straße gucken. Ach, Queenie. Wir sind ja so gesegnet, ne? Bis jetzt, das Wetter, die Campingplätze, die Strecken, das ist alles ganz wundervoll. Und immer wenn es einen Schockmoment gab, hat er sich nochmal zum Positiven gewendet. Ich sag nur Handy aus und nicht wieder an. Wisst ihr, warum ich auch so gerne alleine fahre? Weil ich dann immer genau in meinem Tempo fahren kann. Ich finde das immer auch ein bisschen anstrengend und stressig, bei anderen entweder mitzuhalten oder zu warten auf andere. Also es ist halt einfach ein anderes Fahren, ne? Und ich fahre sehr, sehr gerne alleine. Da kann man so seinen Stiefel fahren. Ich finde es ein bisschen leichter auch. Wobei, das andere hat auch was Leichtes für sich, wenn man hinterherfährt. Muss man einfach nur dem anderen folgen. Muss man sich nicht um Navigation oder so kümmern. Das hat natürlich auch seinen Vorteil. Aber ach, ich finde das alles ganz schön so mit alleine durch die Gegend fahren. Maximale Freiheit nenne ich das. Boah, check das mal. Ich dachte gerade, warum stehen die denn mit ihrem Auto an der Straße und stellen sich hier mit einem Campingstuhl hin? Jetzt weiß ich warum. Hör mal. Oh, was habe ich für einen Gang drin? Einen sehr hohen. Boah, und dann geht's vorne hier weiter, ne? Check mal, check mal, check mal. Alter Vater, ey. Oh, wie gut, dass wir noch weitergefahren sind. Boah, ich bin so unglaublich geflasht von dieser Erde, ey. Das ist einfach der Hammer. Ich komme aus dem Staunen nicht mehr raus. Ist das schön? Ist das schön? Ich könnte heulen, ey. Boah, ist das schön. Wir haben das Ziel erreicht. Wo ist denn jetzt hier? Oh, eine Gaststätte gibt's auch. Das ist ja wunderbar. Und wo ist die Anmeldung? Gibt's keine. Doch. Da? Alpencamp Anmeldung. Da muss man hier rein wahrscheinlich, ne? Ja! Genau, ich war das. Ach so, hier vorne. Ja, super. Perfekt. Manchmal bin ich so ein kleiner Blindfisch. Ah, es lohnt sich, auf sein Herz zu hören, Freunde. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich kann es nicht oft genug sagen. So, es gibt wieder Escort-Service hier. Ach, wie cool. Die Sonnen sich schon schön. Das mache ich auch die nächsten Tage mal ganz relaxed. Hier den Turm, Leute, in der Wiese da. Gerade aus da. Das ist gut. Ich überlege gerade mal. Ich glaube, da sieht schön aus. Da habe ich Schatten, da habe ich Ruhe. Wann willst du mal wegfahren? Ich würde gerne 2 Nächte bleiben und vielleicht noch eine dritte. Mhm. Ist das okay? Okay, ja. Ich wollte so ein bisschen mir hier die Gegend angucken und die Alpenpässe fahren. Okay. Geht das mit dem Platz oder ist der dann besetzt? Nein, das geht. Das ist okay? Das würde gehen, ja. Habt ihr hier in der Nähe irgendwie ein Edeka oder irgendwas, wo ich mir was zu essen? Ah ja. Perfekt, dann hole ich mir gleich noch was. Und Anmeldung machen wir dann morgen. Bevor ich wegfahre, komme ich eben vorbei. Super, wunderbar. Cool, dass ihr so drauf seid. Echt richtig schön. Ciao. Ja, das ist doch sehr schön hier, oder? Alternativ können wir noch da in der Sonne brutzeln, aber ich glaube, dann finde ich es hier schöner. Nasses Zelt einpacken ist richtig scheiße, ne? Aber nasses Zelt aufbauen ist dafür umso schöner. Tada! Fertig. Und jetzt gehen wir mal eben noch einkaufen und schon mal ein bisschen die Alpen angucken. Das ist also unser Ausblick direkt, wenn wir losfahren beim Camping. Hui. Boah. Oh, krass, Mann. Das ist mal hier eine kurvige Straße. Oh, jetzt kommt die Hammerkurve, Freunde. Und es geht rund. Rund, 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 rund. Ich habe übrigens immer noch Dönergeruch in der Nase. Schlimm, ich sag's euch. Hier
parken wir direkt neben dem Tesla. Ich finde, das ist ungefähr gleichwertig, oder? Gleiches gesellt sich zu Gleichem. Queenie gesellt sich zum Tesla. Passt. So, wir machen einen Einkauf. Was nehmen wir mit? Ein Helm und eine GoPro. Wünsche ich Ihnen auch, danke. Die habe ich noch nie gesehen. Boah, die sehen mega geil aus. Aber ich glaube, ich bin gerade im Kaufrausch. Deswegen lasse ich das jetzt mal lieber und gehe erstmal bezahlen. Ich habe das jetzt alles einfach in die Zeltverpackung getan. Das kommt jetzt hier schön in die Seitentasche rein und dann geht's wieder ab zum Campingplatz. Das Abendessen ist serviert. Bergkäse, Gurke, Tomate und Thunfischsalat und dazu gutes, alkoholfreies Jeverfun. Queenie steht auch gut. Moral von der Geschichte? Hör auf dein Herz. Es täuscht dich nicht. Ach so, übrigens, der Tag war ja noch nicht vorbei. Er endete genauso, wie er begonnen hatte. Bei Regen. Morgen wird wieder besser. Stimmt. Und was hilft in solchen Situationen? Nach vorne blicken und sonnige Pläne schmieden. Musik.